Und das war auch so, dass, also ich weiß noch, wir standen halt mit nur so zwei, drei Leuten mit ihm und der hat das halt erzählt. Und wir haben halt natürlich sofort den Dreh abgebrochen und meinten, was, warum sagten uns das vorher keiner? Und er dachte, ja, ich dachte, das hat euch halt jemand gesagt, so. Ich wurde im Hamburg Dungeon mal von der Pestbeule angespritzt. Ich weiß nicht, ob im Hamburg Dungeon hatten wir mit Game One damals ja Hausverbot. Zweimal, glaube ich. Dann haben wir einmal gedreht, ist alles nicht so geil gelaufen. Dann durften wir uns da 3 Jahre nicht mehr blicken lassen. Haben wir dann nochmal gedreht, haben wir wieder Hausverbot bekommen. Nach einem Dreh. Habe ich schon mal erzählt, das haben wir damals in dem Talk auch mit Simon und Krogi, als wir noch durch Hamburg gefahren sind, haben wir da auch drüber geredet. Die 3 großen Lügen der Produktion. Nee, das dauert wirklich nur 2 Stunden. Nee, wir machen auf keinen Fall was kaputt. Ah, nee. Nee, das dauert wirklich nur 2 Stunden. Ja, sie werden auf jeden Fall im Abspann erwähnt. Klaro schicken wir ihnen danach eine Kopie. So, es ging damals immer durchs Fernsehen, dass das so die 3 großen Lügen der Produktion sind. Feuer legen wir nicht, alles nur Effekte. Wir haben, glaube ich, nur einmal irgendwo ein Feuer gemacht. Es gibt aber auch in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte schon mal erzählt habe. Das war krass. Also, die 2 schockierendsten Drehs, glaube ich. Der eine von dem habe ich nur gehört. Und das andere, da war ich dabei. Wir wollten... Das, er hat sogar einen Beitrag geschafft. Für irgendein Spiel. Ich glaube, das war irgendwie für... Wie hieß noch dieses Spiel? Oh, hat das nicht sogar Jack Black vertont? Oder sah der Charakter nur aus wie Jack Black? Mit irgendwie so Metal und so... Oh, wie hieß denn das noch? Das weiß doch jemand von euch. Mit so krassen Autos und das spielt irgendwie so eine Art Metal-Hölle. Brutal Legend. Genau, Brutal Legends. Und dafür wollten wir, glaube ich, auf so einen Knochenthron. Und dann hat Gunnar halt irgendwie in einem Schlachthof angerufen. Und dann so, wer ein bisschen zart beseitet ist, jetzt mal weghören so, gerade wenn man irgendwie jetzt vielleicht vegetarisch unterwegs ist. Ich klatsch, wenn es vorbei ist. Jetzt geht's los. So, dann kommen wir halt da rein und fragen halt so, ja, also Gunnar hat das irgendwie alles vorbereitet. Und wir kommen halt dann in so einen Raum, ich so, ach so, da seid ihr ja. Dann gehen wir wirklich so eine Tür und da liegt halt, da ist halt ein Haufen Knochen. Und wir reden halt nicht von so einem kleinen Haufen, sondern von so einem 3,5 Meter hohen Berg Knochen. Mit so Fleischresten dran und so. Alter, auch wirklich, ich wusste halt auch da, das haben die halt nur erzählt so, und die hatten halt so Bilder davon und so. Und Gunnar meinte, und die hatten halt noch mehr. Der hat halt gefragt, ja, braucht ihr noch mehr? Aber es war halt so von dem Vormittag halt so. Und die haben da drauf gefilmt. Also die haben dann da irgendwie eine Folie draufgelegt und dann hat sich der Moderator da drauf gesetzt. Und die haben dann da gefilmt. So. So, und das war der. Beim zweiten war ich dabei. Ich stelle mir den Geruch. Der Geruch war ehrlich gesagt okay. Es war halt super sauber da. Ne? Der war halt schon echt gepflegt, der Schlachthof. Sonst hätten wir uns da auch nicht drehen lassen. Es war halt super gepflegt. War halt alles sauber und so. So, und jedenfalls das andere war. Jetzt sitzt aber so. Klatschen. So, die eklige Geschichte ist vorbei. Jetzt kommt die andere, die ist aber auch ein bisschen hart. Da weiß ich noch. Ich weiß nicht mehr, für was wir drehen wollten. Ich weiß noch, dass wir. Wir brauchten eine Grube für irgendwas. Eine Grube in Beton. Wir brauchten so eine Betonhalle mit einer Grube oder so. Und dann hatten wir da angerufen und die Produktion hat alles abgeklärt und so. Und das war auch alles cool. Das war halt so eine Lagerhalle oder so. Und dann sind wir da halt hin und wir mussten auch eine Weile fahren. Das war halt auch in Hamburg. Und dann sind wir halt vor Ort und wir wollen halt anfangen, da zu drehen. Und auf einmal erzählt der Typ, der uns da rumführt, meint so, fragt irgendjemand, für was ist denn das hier? Und dann meint er, ja, das ist halt aus dem Zweiten Weltkrieg. Und wir, wie jetzt das aus dem Zweiten Weltkrieg? Dann meinte er so, ja, das ist halt ehemaliges Arbeitslager, irgendwie dann Seitengebäude, das war das Vernichtungs... Bitte, was? Und er so, ja, hier, das ist hier, wurden dann Leute umgebracht und Körper verbrannt und so. Und wir so, bitte, was? Und das war auch so, dass, also ich weiß noch, wir standen halt mit nur so 2, 3 Leuten mit ihm und er hat das halt erzählt. Und wir haben halt natürlich sofort den Dreh abgebrochen und meinten, was... Warum sagten uns das vorher keiner? Und er dachte, ja, ich dachte, das hat euch halt jemand gesagt, so. Also er hat das auch einfach so erzählt. Und wir wollten da halt unseren Blödelspaß machen. Also wir sind da halt hingefahren, um irgendwelche Slapstick-Gags zu machen und so. Und keine Ahnung, ich weiß noch, einer unserer, ich werde jetzt nicht sagen, wer das war, aber weil einer unserer Moderatoren war halt auch richtig, also den hat das richtig getroffen. Weil wir sind da halt, wir hatten halt schon angefangen da zu drehen, sind da rumgehampelt und so. Irgendwie einer ist so halb über diese Grube gesprungen, als wir dann erfahren haben, dass in dieser Grube halt Menschen verbrannt wurden und so. Wie kannst du denn sowas machen? Auch so einfach, wir haben halt am Anfang gefragt auch natürlich, was ist das für eine Halle und so. Uns wurde halt gesagt, ja, eine alte Fabrikhalle, wurde halt früher irgendwie produziert und so, aber ist jetzt halt ausrangiert, wird nichts mehr gemacht. Das war richtig krass, weiß ich noch.
Das war auch danach, war, also wir saßen danach richtig lange zusammen, haben das besprochen und so, weil das halt echt ein paar Leute richtig getroffen hat. Natürlich so. Ich weiß, mich hat das auch echt mitgenommen. Weil ich dachte, ey, stellt euch mal vor, wir hätten das gesendet. So. Und auch wie respektlos wir mit diesem Ort umgegangen sind, weil wir nicht wussten, was für ein Ort das ist. So. Kann man schnell einen Shitstorm. Das Schlimmste ist meiner Meinung nach nicht der Shitstorm, sondern einfach, also. Ich meine, das ist natürlich auch ein Phänomen der heutigen Zeit, dass man immer erstmal darüber nachdenkt, was für einen Shitstorm man kriegt. Ich glaube, für uns war alle in dem Moment viel schlimmer, dass einfach wir uns so unwohl damit fühlten, wie wir uns an diesem Ort benommen haben. Wie wir da auch hingefahren sind und so. Also das eigene Moralempfinden hielt ich in dem Moment für wichtiger als die Angst vor einem Shitstorm oder so. Also für mich war schlimmer, wie wir uns da benommen haben. Und es wäre noch schlimmer geworden natürlich, wenn das dann auch noch irgendwie gesendet worden wäre. Gut, dass das nicht geklappt hat. Aber mein erster Gedanke, oder ich glaube, der von den meisten war, dass wir es richtig schlimm fanden, wie wir uns da aufgeführt haben. So. Wenn es keiner gewusst hätte, beziehungsweise das Wissen darüber nicht mehr vorhanden ist. Also, ich würde sagen, das ist eine komplett redundante hypothetische Frage, auf die es keine Antwort gibt, die du mir wahrscheinlich auch sagen könntest, die irgendwas an der Aussage, die ich gerade getätigt habe, geändert hätte. Oder ich wäre sehr gespannt, was die wäre. Also ich verstehe weder, was die Frage wissen möchte, noch welche Relevanz sie dafür hat. Aber vielleicht verstehe ich die Frage auch falsch. Also nochmal, es geht, und ich verstehe, dass das allen nicht sofort so einleuchtet, mir geht es nicht darum, wie andere moralisch einordnen, was wir da getan hätten, sondern wie wir selber das einordnen. Weißt du, wenn du was Schlechtes machst, fühlst du dich hoffentlich schlecht, weil du was Schlechtes getan hast. Und wenn das andere auch so sehen, wird das vielleicht für dich noch schlimmer oder die Konsequenzen werden noch schlimmer, aber du kannst dich auch einfach damit schlecht fühlen. Das nennt man ein Gewissen. Und unser Gewissen hat uns damals gesagt, dass das nicht richtig ist, wie wir uns da benommen haben. Und das spielte keine Rolle, ob das gesendet wurde oder nicht. Unser Gewissen hat uns gesagt, das ist nicht okay, wie wir uns hier benommen haben. Wie gesagt, das müsst ihr halt selber für euch einordnen. Wenn ihr sagt, ja, ich wusste, also, ich glaube, da kommen wir immer wieder zu der Frage. Ich glaube, es gibt einfach unterschiedliche Umgänge mit eigenem Fehlverhalten und es ist absolut okay, sich hinzusetzen und zu sagen, ich versuche, mein Fehlverhalten zu legitimieren oder es mir selbst zu erklären. Oder ich setze mich hin und sage, okay, ich bin schuld, ich habe was falsch gemacht. Weder sage ich, das eine ist besser als das andere, aber in dem Fall war mir einfach, habe ich gedacht, ja, haben wir was falsch gemacht. Hätten uns noch besser vorbereiten sollen, mehr recherchieren oder keine Ahnung. Ich glaube, manchmal muss man einfach was aus eigenem so... Wenn sich was schlecht anfühlt, dann ist es vielleicht einfach, wenn man was Schlechtes getan hat. Es gab mal so einen ganz spannenden Fall, da hat eine amerikanische Schulklasse, denen wurde Schindlers Liste, also die haben Schulausflug gemacht ins Kino und wollten Schindlers Liste gucken, also mit ihrer irgendwie History-Class. Ich bin mir ziemlich sicher, es war in den USA. Da gibt es, glaube ich, auch von, wie heißt noch dieser ganz berühmte amerikanische Podcast? Da gibt es eine ganze Folge darüber, über diesen Zwischenfall. Jedenfalls, da war eine Klasse, und diese Klasse kam aus einem Vorort, das wird gleich relevant, oder aus einem Teil einer Stadt, ich weiß nicht mehr genau woher, aber in der vor allem sehr viel afroamerikanische junge Menschen waren in dieser Klasse. So. Jedenfalls sind die dann dahin gefahren und während dieses Films haben viele dieser Schüler haben angefangen, diese Vorstellung zu stören, haben irgendwie Witze gemacht und so. Und ich meine, ich weiß nicht, wie viele Leute von euch Schindlers Liste gesehen haben, aber ich glaube, man kann zumindest in einem gewissen Maße nachvollziehen, dass für einen Jugendlichen Schindlers Liste ein Film ist, der zumindest in der ersten Hälfte noch schwer nachzuvollziehen ist, glaube ich, auch einfach in einem gewissen Maße. Ist, glaube ich, schwer greifbar, so, für junge Menschen. Naja, ist jetzt auch, ich werde es nicht sofort, jedenfalls haben die einen da irgendwie, keine Ahnung, waren Leute laut und so und irgendwie haben dann auch andere Zuschauer in diesem Kino, haben die darauf aufmerksam gemacht und dann haben ein paar dieser Schüler fühlten sich dann angegangen und haben gepöbelt, so. Und das wurde dann irgendwie, wurde das bekannt. Und die wurden irgendwann, glaube ich, aus diesem Kino verwiesen. Der Kinobetreiber hat dann irgendwann gesagt so, ey, jetzt reicht's, alle raus. Und dann sind ein paar Schüler raus oder ich glaube, dann ist die ganze Klasse raus, ich weiß es gar nicht mehr. So, und das war dann in der Zeitung und das wurde eine relativ große Debatte. So, und dann haben diese Schüler gemeinschaftlich, und jetzt kommt, glaube ich, der spannende Punkt, wichtig ist, jetzt erst einmal zuhören, worum es mir gleich geht, bevor man sich sofort ein Urteil bildet. So. Dann haben nicht diese Schüler haben dann als erstes, also haben dann gemeinschaftlich ein Statement veröffentlicht. In so einer Art Pressekonferenz. Und in diesem Statement hat ein großer Teil der Schüler gesagt, nun, von uns wird halt verlangt,
dass wir uns respektvoll mit der Geschichte jüdischer Menschen auseinandersetzen, aber niemand interessiert sich für unsere Geschichte und unseren Hintergrund. So. Ist natürlich jetzt so ein, kann man als Whataboutism abtun. So, und daraus ist auch eine Riesendebatte geworden am Ende. Also wirklich eine ganz große Debatte ist daraus geworden. So, dass irgendwie, kann man auch, also ich glaube, was wichtig ist in dem Zusammenhang, schlecht formuliert, das Ding ist auch, wir reden hier von Jugendlichen. Jugendliche, die sich mit einer so einem gewaltigen Schuldvorwurf konfrontiert sehen, dass ihnen ja gar kein Ausweg so richtig bleibt, gefühlt. Zumindest, ich meine, wir waren doch alle mal jung und dumm und patzig so. Und als junger Mensch sich einzugestehen, dass man vielleicht selber an was schuld ist, ist einfach nicht so leicht manchmal. So, dass man nicht zu der Party am Wochenende darf, weil man sich die 4 Monate davor wie ein absoluter Vollotto benommen hat, das möchte man sich halt nicht so eingestehen. Darum sagt man, das ist, weil meine Eltern so streng und doof sind. So. Dass ich selber auch verantwortlich sein könnte für die Konsequenzen meines Handelns, so, das ist schwierig als Jugendlicher, das zu verstehen. So. Jedenfalls ist daraus ein Riesenfall am Ende geworden. Es war super, super interessant. Wenn euch das interessiert, irgendwann ist, glaube ich, Spielberg selbst, glaube ich, hat dann mal was dazu gesagt. Oder ich glaube, Spielberg hat dann mal was dazu gesagt. Der ist dann auch an diese Schule gekommen und hat am Ende gesagt, naja, ist halt ein Film und der hat halt nicht gegriffen und das passiert halt so. Und also das hat sich am Ende, ist das mehr verlaufen, als man erwarten würde. Es war eine ganz, ja, die Whataboutism-Karte wird ja auch immer super schnell gezogen. Ja, weil das so oft gemacht wird und das ist ja auch einfach ein total anstrengendes, also Whataboutism ist einfach super anstrengend. Das ist rhetorisch meiner Meinung nach eins der intellektuell am wenigsten anspruchsvollsten Mittel in der Diskussion. Und ich würde sogar fast sagen, es ist nicht mal ein Mittel in der Diskussion. Es ist um was, womit man einer Diskussion ausweicht. Für alle, die nicht wissen, was Whataboutism ist. Whataboutism ist, wenn ich jetzt zu dir sage, ich finde das nicht gut, dass du deinen Angestellten nur die Hälfte des üblichen Lohns zahlst. Und du sagst, ja, wenn ich das mache, ist das schlimm. Aber wenn Amazon das macht, ist das völlig okay oder was? Das ist Whataboutism. Die Tatsache, dass bei Amazon, also what about Amazon? So, dass bei Amazon schlechte Gehälter gezahlt werden, ändert nichts daran, dass du deine Mitarbeiter schlecht bezahlst. So. Das Einzige, was Whataboutism in den meisten Fällen tut, ist die Diskussion in eine andere Richtung lenken, in der nämlich der Rechtfertigungsdrang umgekehrt wird. Und darum denken Menschen, die Whataboutism betreiben, ganz oft, sie wären gut in Diskussionen. Weil jemand wirft dir was vor und du musst dich rechtfertigen und du drehst das einfach um. Im Grunde antwortest du mit einer Frage auf eine Frage, aber weil du keine wirkliche Frage stellst oder nur eine rhetorische, denkst du, du hast das nicht getan. Das ist halt einfach eine Frage nicht beantworten. Man weicht einer Frage aus. Das ist Whataboutism. Und darum wird das so oft benutzt, dass Leute das halt, ne, dass Leute sagen, Moment mal, das ist Whataboutism, so, ist es halt auch. Und das hält halt einfach eine produktive Diskussion auf. Kommt da auf den Fall an, wenn es um politisches Zeug geht, muss man halt andere oft mit einbeziehen, da Ressourcen etc. limitiert sind. Das sehe ich einfach auch ein bisschen anders. Wenn ein anderes Feld relevant für deine Antwort auf eine Frage ist, dann kannst du das doch einfach mit da reinziehen und mitbeantworten. Also eine Antwort auf eine Frage kann doch nicht sein, ja, und was ist mit? Manchmal kann man das machen, aber nein, ist ja auch egal. Weiß nicht. Jedenfalls interessanter Fall.